So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus, let's play. Eine neue Runde. Au Simulator. Mit so ein bisschen Schluck auf. Bausimulator 2015. Mit den zwei DLCs. Jawohl. Und heute wollen wir erstmal selbstverständlich den Container zur Baustelle bringen. Dafür habe ich beim letzten Mal die Baustelle ja schon ausgewählt. Gehabt, getan, gemacht. Und wir sehen jetzt einfach mal zu, dass wir den Apparat da auch hinbekommen. So, quietsch. Ich bin im Moment auch ein bisschen am Überlegen. Ich habe zwar in anderen Let's Plays gesagt so, ja hör mal, ich habe im Moment so Probleme mit dem Bausimulator und so. Aber ich habe überlegt, ob ich den Bausimulator vielleicht zu einem täglichen Projekt mache. Die Überlegung war da. Einfach, um jetzt halt ein bisschen Kohle und um ein bisschen den Maschinenpark ein bisschen aufzufüllen. Denn wir erinnern uns, ich habe beim letzten Mal gesagt, wir müssen ein paar Aufträge machen, damit wir den Maschinenpark auch mal ein bisschen erhöhen können. Wo kann ich die Ampel? Kann ich die jetzt? Okay. Ja, komm, bei Gelb kann man schon mal anfahren. Ich finde immer noch diese CB-Funk-Gerät, das obere in dem Falle, ich finde es immer noch klasse. Das ist eine Albrecht, würde ich fast sagen. Also es sieht auf jeden Fall aus wie meine alte Albrecht-Funke. Also es sieht nicht aus wie deutsche Nuscheltechnik. Was ist deutsche Nuscheltechnik? Es gab früher eine CB-Funk-Firma, oder so Funk generell allgemein, die nannte sich DNT. Stand für deutsche Technik. Ich weiß gar nicht, wofür das N stand. Also nicht Netzwerk und auch nicht Network oder irgendwas. Es stand für irgendwas anderes. DNT. Deutsche Technik. Also das T, meine ich, stand auf jeden Fall für Technik. Na, sind wir schon wieder auf dem Weg zur falschen Baustelle? Selbstverständlich. Danke, liebes Navigationssystem. Danke. Nein, ja. Schickt ihr uns schon wieder zur falschen Baustelle? Zum Glück ist mir noch rechtzeitig aufgefallen. Also das ist so eine... Ich sag ja immer wieder, ne? Das ist so ein Ding an dem Spiel, das ich nicht mag. Dass das Navi einfach immer einen zur falschen Baustelle irgendwie schickt. Grundsätzlich. Okay, also es gab halt damals DNT. Als CB-Funk-Anbieter. Und dann, ja, wer so ein bisschen mehr Ahnung von CB-Funk und so weiter hatte, der hat dann keine DNT-Geräte genommen. Der hat dann eine Albrecht-Funke genommen. Was gab's denn noch damals? DNT, Albrecht. Ich habe eigentlich nur Albrecht-Geräte gehabt. Also es gab noch andere Geräte, denn ich weiß, dass ein paar Kumpels von mir, mit denen ich damals zusammen CB und Amateurfunk betrieben habe, die haben immer auf andere Geräte geschworen. Ich habe immer auf Albrecht geschworen. Natürlich. Nein, das war wichtig. Freie Kamera. Wo soll... Gerade noch so. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Naja, die Kurve habe ich nicht gekriegt, aber gerade noch so gebremst. So. Quietsch. Brumm, 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 brumm. Ja, ich hatte euch beim letzten Mal erzählt, ich habe mir halt so Bericht zu Gamescom angeguckt. Über das Spiel Bausimulator. Also wer den Bausimulator jetzt zurzeit noch nicht hat und sich überlegt, sich den Bausimulator zu kaufen, dem kann ich nur empfehlen, wartet erstmal ab. Wartet es erstmal ab. Denn die Macher haben schon gesagt, Ende des Jahres wird eine sogenannte Gold-Version kommen. Wo dann halt alle DLCs drin sind und so weiter. Alle DLCs sind da drin, das Hauptspiel und ja, alles zusammen, ne? So, transportiere 8 Kubikmeter Erde. Cool. Hätte ich den LKW ja hier stehen lassen können. Doof. Finnland Stadt. Jo, möchte ich. F. Hallo? Hallo? Aussteigen. Ah, geht doch. 8 Kubikmeter Erde. Wir sollten eigentlich. Wie viel haben wir drin? 8,6. Alter. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte schon wieder wetten. Das wird schon wieder nicht reichen. Das wird er bestimmt wieder falsch anzählen, anwählen. Oder, nee, hier halt falsch abzählen. Whatever. Ich habe das richtig im Gefühl. Oh. Hier rum. So, wie immer, ohne zu gucken, vom Firmengelände runter. Und da musste ich gerade nochmal auf mein Handy gucken. War etwas verwirrend. Etwas verwirrend, das Ganze. So, ich folge natürlich nicht den Anweisungen des Navigationsgerätes, weil ich habe ja schon Erde drauf und
Ich will ja nicht zum Kieswerk fahren. Und ich glaube, der will mich gerade zum Kieswerk schicken. Naja, ist halt jetzt fraglich, ne? Ob das, was wir drin haben, ob das jetzt gleich als 8 Kubikmeter zählt oder halt nicht. Bin ich gespannt. Ich bin gespannt, ob ich überrascht bin. Das auf jeden Fall. Ne? Hatte ich das eigentlich schon erwähnt? Im Zuge der Gamescom habe ich das DLC Nummer 2. Also diesen Bohrer, den es jetzt halt gibt. Den habe ich dank dem guten Dosh-LP, der für mich auf der Gamescom war und für mich da versucht hat, ein paar nette Sachen abzugreifen, vor allem die kostenlosen. Der hat einfach da mal so einen Code in die Hand gedrückt bekommen, oder zwei Stück. Und zwar einmal zum DLC 1 und zum DLC 2. Ah, DLC 1 habe ich schon. Ja, was machen wir da denn jetzt? Ihr möchtet das einer haben, oder was? Ich kann das ja mal verlosen oder so. Könnt ihr mal reinschreiben. Will das einer haben? Dann verlose ich das vielleicht mal. Vielleicht auch nicht. Bremsen. So, noch ein Stück vor. Wunderbar. Also ich wäre in der Lage, das Ding zu verlosen. Weiß nicht. Wenn du gerade zuschaust und du der Meinung bist, du möchtest das Ding haben, dann schreib mir doch mal in die Kommentare, warum ich gerade dir das schenken soll. Warum? Wieso? Warum soll ich dir den zukommen lassen? Warum soll ich den nicht jemand anders geben? Bin ich mal gespannt auf die Resonanz auf diese Anfrage. Tja, bin ich. Also wenn jetzt diese 8,6 Kubikmeter, ne, wenn die jetzt nicht zählen als 8 Kubikmeter, dann werde ich den Wagen zum Kieswerk transportieren und vom Kieswerk wieder weg. Weil das ist dann ja wirklich... Nee, also das geht ja gar nicht. Hier, guck mal, hier sehen wir den Liebherr. Ein Drehturmkran, das wäre es eigentlich auch noch. Könnten wir uns eigentlich auch mal zulegen. Den kleinen zumindest. Also ich habe festgestellt, der große, der... große Liebherr mit der Betonbombe. Das ist etwas advanceder. Das ist etwas für später. Also wenn man den wirklich benötigt. Und wo ist der markierte Bereich? Hä? V. Freie Kamera. Hä? Na, guck mal, denn hier haben wir diese Kranplätze. Dann können wir da ja auch hier mal hochfahren, zum Beispiel. Kann das sein, dass ich mit den 8 Kubikmetern zur völlig falschen Baustelle gefahren bin? Bin ich. Hier war eine ganz andere Sache. Hier war Schnittholz und Ziegelsteine zu holen. Ach, wie doof. Na gut, dann lassen wir ihn das machen. Ja, scheiße, wa? Schönes Ding, ey. Schön zur falschen Baustelle gefahren. Nein. Diesmal war aber nicht das Navi schuld. Diesmal war ich voll und ganz schuld. Okay, ich würde sagen, erstmal gucken, wo ist die andere Baustelle? Okay, wir machen einfach mal Augen zu und durch. Nein, machen wir natürlich nicht. Fahren schon ein bisschen ordentlich, aber ein bisschen schneller. Also ich denke mal, so 60, 70 kann man fahren innerorts. Also denke ich mir jedenfalls immer wieder und immer wieder und immer wieder. Fahr mal zu da! Hör mal! So, Alter. Dein Ernst? Und er bleibt stehen. Ja, gibt's das? Der ist jetzt ernsthaft da stehen geblieben. Der wird da wahrscheinlich auch noch länger stehen bleiben, dann ist das Auto wahrscheinlich verpackt. Ja, noch überhole ich nicht. Noch nicht. Okay, er ist grün. Er steht. Der andere fährt. Ah, nee, er fährt. Okay. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, okay, der ist verbuggt, wir müssen hier weg. Wir müssen die Sache anders machen. Wir müssen Sachen anders machen. Hm, genau. So oder so ähnlich. So. Weiter geht es. Nach der Baustelle hin. Ich war das nicht. Das war schon so. Ja, ich muss mir auf jeden Fall nochmal ein Lenkrad zulegen. Also ich kann es nur mal wieder betonen und sagen und... damit kann man halt auch wirklich viele Sachen besser machen. Vor allem, man könnte dann ja auch, wie ich immer sage, den ETS zocken. Daher ich jetzt ja auch weiß, dass ein paar Kumpels von mir den ETS zocken, hin und wieder, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mir dann auch mal ein Lenkrad zulege und dazu den ETS. Okay.
So, wir können schon mal in die freie Kamera wählen, wechseln. Freie Kamera und wo ist denn? Da hinten. Da hinten ist das Haus. Ups. Das Schild lag da vorher schon. So, dann düdeln wir hier mal lang. Na, bleib stehen. Geht doch. Ich finde es aber auch immer geil, dass sie einfach immer weiterlaufen. Ne? Also das ist irgendwie schon geckig. So, was? Ach du Scheiße, müssen wir auch noch relativ präzise die 8 Kubikmeter verteilen. Doof. Quietsch. Können wir ja nicht alles auf eine Stelle kippen. Das erkennt das Programm wieder nicht. Nicht da reinfahren. So. Also, mal ganz ehrlich, ich soll 8 Kubikmeter hinfahren, ne? Und ich habe gerade 7 reingekippt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Programm. Liebes Programm. Alter, das kann es nicht sein. Kippst du 7 rein, Alter, nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte hat er erkannt. Ach, so ein Schmarrn. Kipp mal hier jetzt einfach noch was rein. Du könntest ja ein neues Fahrzeug leisten. Ich weiß. So, Rest ist da drin. Sissay. Das ist nicht dein Ernst. Okay, pass auf. Ich mache jetzt Sachen. Nee, schließen. Und zwar sage ich, mit Fahrzeug geht es ab zum Kieswerk. Ist mir jetzt egal. Ja, bitte. Danke. Beim Kieswerk angekommen. Muss ich mal mich orientieren. Okay. Ich meine, wir könnten uns ja auch, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt oder erzählt, den Radlader kaufen. Wir könnten den da unten positionieren, dann brauchen wir hier nämlich nichts mehr für den Kies bezahlen. Dann können wir nämlich jedes Mal die Kiste beladen und könnten dann nämlich sagen so, Arschlecken, mein Kies. Normalerweise könnten wir halt auch Kies dann zu unserem Standort bringen und so weiter. Kann man halt mal so einen Angestellten losjagen und kann sagen, so, pass mal auf, du machst jetzt hier mal ein, zwei Aufträge und man selber fährt dann halt ein, zwei, drei Mal hin und her. So, 13 Kubikmeter. Mal sehen, wie viel von den 13 Kubikmetern ich nachher effektiv in die Baustelle kippen muss. 13. Nur wenn man sowas macht, halt mit dem Hin- und Herfahren und so, dann denke ich mal, muss man auch schon den etwas größeren Kipper nehmen. Der kann, glaube ich, irgendwie, ich glaube, nur 20 oder so. Ja, schade ist natürlich auch, dass das keine Seitenkipper sind, ne? Sondern dass das wirklich nur so eine Heckflatschenkipper sind. Also wie viel habe ich jetzt reingekippt? 5? Ne, 4. 4 plus 8. 12. Oh Mann. 12. Ich denke mal selbst 13 bis 14. Vorsichtig. Sind 6. 6 plus 8 sind 14. 14 Kubikmeter wird da reingekippt. Oh, schön. So, diesen Auftrag, diesen Bauauftrag, den überlassen wir natürlich unseren Angestellten. Und wir werden jetzt nochmal auf die Schnelle wohin fahren. Und zwar werden wir mal in Richtung Fahrzeughändler fahren. Dann werden wir uns ein neues Fahrzeug gönnen. Und dann werden wir... Neues Fahrzeug werden wir uns in der nächsten Folge gönnen. Ja, wir werden jetzt noch schön in aller Ruhe, ganz gemächlich, in normaler Geschwindigkeit, die letzten 30 Sekunden dieser Folge, dieser Aufnahme, wie auch immer, werden wir jetzt nochmal in aller Ruhe nach dem Fahrzeughändler hinfahren, tun, merken. Merken, tun halt. So, los geht's. Weiter, weiter, weiter. Ja, Kamera. Rum um die Kurve und weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Ja, ja, ja.
So, wo geht's hin? Ich würde sagen, hier vorne schon mal links ist, glaube ich, nicht richtig, ne? Doch, kommt man auch rauf auf dem Hof. Da hat die Folge geschafft. Leute, die Folge hat's hinter sich. Wir haben es aber noch nicht ganz hinter sich. Hinter uns. Ey, scheiße, das habe ich jetzt... Nein, das habe ich verwendet. Ich akzeptiere keine Fehler. Ich fahre jetzt einfach mal durchs Gebälk. Lalalala. Ich bin fehlerfrei. Ich mache keine Fehler. Lalalala. Hat jetzt keiner gesehen. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Kann man hier eigentlich schon diesen Bohrer irgendwo sehen? Pass auf, den werde ich mal suchen, ob wir uns das aus dem neuen DLC schon hier irgendwo angucken können, ob das Ding hier irgendwo rumsteht. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gucken wir mal, was wir uns für ein neues Fahrzeug leisten können. Und dann, ja, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu, haut rein und tschüss.